Achso, die hängen jetzt beide in der Ecke fest, ne? Ach nee, die sind runtergefallen. Ach shit. Okay, was ist das für ein Raum da? Haben die das Wasser abgelassen? Nee, doch. Der hat hier einfach alles. Und da ist noch einer. Die haben ja alles umprogrammiert. Was geht denn hier ab? Das war schlecht. Ich kann keine Bomben benutzen. Kann ich in dem Wasser? Ich schwimme in dem Wasser. Du Scheiße! Ey, die sind ja so krank hier. Drei, drei, gleichzeitig sind wir in Ocarina of Time oder TP. Langweilig wird es in diesem Raum nicht, nee. So. Herzchen. Geht aber eigentlich. So. Kann ich doch auch mit dem Bogen abschießen, oder? Müsste das nicht auch gehen? Ne, es macht keinen Schaden. Spät. Okay, war nicht gut, dass ich den noch dazu geholt habe. Glaube ich. Okay. Yay, komm her. Apropos, ich habe noch ein paar Folgen TP Randomizer nach dem Stream nachzuholen. Jawohl. Dass sie sich im Wasser bewegen können. Ja, ne? Das ist schlimm. Und ich darf halt nicht ins Wasser. Sechs Folgen. Meine Güte. Ah. So, wir haben es geschafft. Erstmal einen Schluck. Schönen Tee. Nein, ich bin daneben gesprungen. Schnell. Link. Ah, oh, Gott sei Dank. Ich hoffe, ich komme jetzt überhaupt wieder hoch. So, kriegen wir jetzt den Hammer? Master Shadow, der ist super. Ich bin begeistert. Auch von Helix Blade. Das gefällt mir sehr gut. Ja, der Megaton-Hammer. Geil. Ja, Leute. Das freut mich, dass euch der Randomizer so gefällt. Mir gefällt er bisher auch sehr, sehr gut. Hallo Toni! Welcher Dungeon ist das? Wir sind gerade in der Gerudo Arena. Genau, in der Trainingsground Arena quasi. So, die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt am besten wieder da hoch? Wir haben uns endlich den Hammer organisiert, Leute. Jetzt können wir uns bestimmt noch irgendwie das Herzteil holen. Komm ich da hin? Nee. Muss ich jetzt extra nochmal eine Runde latschen, um dann da oben rauszugehen? Bestimmt, ne? Hab mich schlau gemacht, bei 70 bekommst du die Börse. Oh Gott, wir müssen unbedingt zurück. Bitte irgendwann Breath of the Wild und dann Tears of the Kingdom Random. Ah, das sind halt beides nicht so meine Spiele. Ich weiß nicht mal, ob ich Bock habe, das normale Tears of the Kingdom noch zu Ende zu zocken. Wir machen halt solche Randomizer hier von Ocarina of Time und alles andere. TP, die alte Generation an Ocarina oder an Zelda spielen. Macht mir leider viel mehr Spaß. So, warte mal, ich muss andersrum. Und bei, ja, BOTW und TK bin ich irgendwie nicht so warm geworden. Klar, sind bestimmt auch nice Spiele, aber ist nicht so meins. Leider. Ich bin da wirklich voll und ganz hier hinter dem Game her. Oh Gott, nein. Wo ist denn der Eistyp hin? Der Eistyp ist nicht da. Mein Eistyp ist weg. Er ist weg. Hä, wie komme ich jetzt hoch? Komme ich da hoch?
Ach, hier komme ich auch hoch, okay. Alles klar. Und Eva versteckt auch eine Mitgliedschaft. Hey, dankeschön. Und Pascal ist ein Ritter von Hyrule geworden. Danke an Eva. Die Eva hat Bock, dass hier mal gedreht wird, glaube ich, ne? Eva, möchtest du mal drehen? Speichern, laden, wenn du schnell raus bist. Ich bin nicht raus. Ich will in den Raum zurück, weil ich muss noch wo lang und das Herz holen. Let's go. Eva möchte, dass wir drehen. Und was haben wir da Schönes? Keine Heil... Oh, okay. Ah, jetzt kommt der Raum wieder... Oh, Mann. Okay, den haben wir ja zum Glück schon gelöst. Ja, zum Glück muss man gerade drehen, sonst hätte ich ja wieder 5 Minuten gekriegt. So, wie war das? Ich brauche die Kiste. Warte. So, hier machen wir dann das Eis weg. Mir gefallen sowohl die alten als auch die neuen Zelda-Spiele. Ja, wie gesagt, das ist ja jedem seins. Ich merke halt immer persönlich, dass bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom mir irgendwie so ein bisschen der Spaß fehlt. Also ich fühle mich dann mehr gezwungen, das zu spielen als... ach Mist, die Kiste muss ja da hinten drauf. Hallo Lady of Kerry! Deswegen, wir wollen ja alle Spaß haben, nicht nur ihr. Und ich habe einfach mehr Freude, wenn ich viele Spiele, die mir Spaß machen. Ist ja auch irgendwie logisch. So. Theoretisch. Ich muss einmal hier das machen. Bei den neuen fehlen einfach die Dungeons. Also, einerseits das. Das ist ein Punkt, der nervt mich sehr. Dass du halt keine richtigen, also so richtige typische Zelda-Dungeons mit den Rätseln und dem Dungeon-Item. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das Dungeon-Item fehlt. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, die Waffen gehen kaputt. Und ich weiß, die einen mögen das, diese große, riesige Welt, wo man überall hochklettern und erkunden kann. Für mich ist das nicht so meins. Ich mag es dann doch lieber ein bisschen linearer. Wenn es Tears of the Kingdom besser, finde ich. So, was macht denn der Hammer jetzt? Erstmal saugeil, dass wir den Hammer haben. Das ist mega. Der Hammer macht auch das Feuer aus. Das heißt, ich kann mir jetzt das Herzteil holen. Sehr schön. Cool. So, dann haben wir die Arena komplett abgeschlossen, Leute. Geil. Schön. Auf jeden Fall mal ein bisschen anders gemacht. Was ich schön finde halt jetzt daran, dass wir die Arena so früh machen konnten, ist, dass man sie überhaupt machen muss, um im Spiel weiterzukommen. Im normalen Spieldurchlauf musst du das halt nicht machen, hier die Arena. Da machst du das ja nur für die Eispfeile und für ein paar Skulltees. Ansonsten ist das ja hier nix. Deswegen, geil. So, wir haben den Hammer, Leute. Wir sind der Hammer und wir haben den Hammer. So nice. Ich freue mich. Und wir haben wieder viel Kohle. Und wenn ihr sagt, wir können uns jetzt die nächste Skulti holen. Also ich hoffe es klappt. Wir schauen mal. Der Marcel meinte, mit 70 geht's. Dann versuchen wir das mal. Weil dann können wir uns nämlich gleich zwei Börsen holen. Weil die nächste Börse oder die andere Börse gab es ja im Dekubaum direkt. Aber da mussten wir 200 Rubine blechen. Aber theoretisch möglich. So Leute, jetzt zeige ich euch mal einen Trick. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wenn ihr mit dem Hammer auf den Boden haut und dann in die Hocke geht und stecht, könnt ihr mit eurem Schwert Steine zerstören. Weil...
diese Stichattacke imitiert immer den letzten Angriff, der gemacht wurde. Das heißt, wenn ihr jetzt mit dem Hammer auf den Boden haut und dann in die Hocke geht und Stichattacke macht, dann habt ihr quasi einen Hammer ausgerüstet. Aber das geht halt auch mit der Sprungattacke. Das heißt, jetzt ist die Stichattacke so stark wie eine Sprungattacke. Mega geil. So, you got a piece of heart. Nice. Haben wir halt jetzt auch noch mal gefunden einfach. Dudelü, dudelü. So, und ein Loch. Ba, 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 ba. Ich hoffe, neues Zelda-Spiel ist eine gute Mischung aus neu und alt. Ja, das wäre toll. Würde ich mich auch mega drüber freuen. So, alright, you win. Spar me Green Potion für 40 Rubine. Nö, tschü. Und du? Eine rote Potion. Ja, brauchen wir alles nicht. Aber danke. Schade. So, was können wir noch machen? Wir haben ja auch das kaputte Bigoron-Schwert bekommen, ne? Ich habe 74 Skulltis. Da unten zu der Kiste würde ich auch gerne mal hin. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir schon mal in den Wasserfall da reingeguckt haben. Wisst ihr das zufällig? Ich kaufe mir in Ocarina of Time nie rote Tränke. Die Feen heilen ja tatsächlich genauso viel. Ja, das stimmt. Dann hol dir die Börse. Ja, mache ich jetzt gleich. Gleich geht's los. Ja, also theoretisch, wir gehen jetzt direkt nach Kakariko. Wir haben aber keinen Teleporter nach Kakariko, oder? Nee. Leider nicht. Aber mit Epona sollte das ja funktionieren. Ja, und dann gehen wir in den Deku-Baum und dann machen wir gleich den Deku-Baum noch 100% completed, oder? Holen uns da noch die letzten Skulltis und so. Oder was meint ihr? Wenn wir da einmal im Deku-Baum sind, machen wir den gleich komplett. Und ich glaube, auch Dodonjos Höhle könnten wir komplett machen. Wir müssen aber, glaube ich, als Kind rein. In den Deku-Baum. Ja, als Kind in den Deku-Baum, weil du musst halt durch das Loch kriechen. Ja. Und als Erwachsener... Nein, jetzt ist der Epona da oben. Und als Erwachsener müssen wir halt, ja, in Dodongos Höhle, glaube ich, rein. Weil da brauchen wir, glaube ich, den Enterhaken. Soweit ich weiß. Schweigeminute für die gefallenen Helden. Zelda-Vergangenheit-Modus. Ich hoffe mir Ocarina of Time, oder? Es gibt Zelda Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer in 1, habe ich mal auf YouTube gesehen. Ja, das ist auch geplant, dass wir das demnächst mal machen. Jetzt kommt erstmal als nächstes, also wenn Paper Mario zu Ende ist, kommt ein Minish Cap Randomizer. Oder Minish Cap. Ich spreche es immer so deutsch aus. Minish Cap. Nein, Minish Cap Randomizer. Da ist gerade alles schon vorbereitet. Da kann ich dann sofort starten, wenn der Paper Mario Run durch ist. Und dann können wir auf jeden Fall so einen Majora's Mask Ocarina of Time Run mal machen. Oder halt nur Majora's Mask. Aber eine Mischung ist eigentlich auch nicht schlecht. Klingt nach einem Plan. Es gibt Missing Link und Master of Time. Das will ich auch noch zocken auf jeden Fall, Eva. Das stimmt. Das sind alles. Es gibt so viele Projekte noch, ne? Aber das kommt alles noch dran. Portet dich zu Ziel Ende der Zeit. Naja, jetzt bin ich einmal mit dem Pferd unterwegs. Man muss ja auch Epona mal ein bisschen würdigen, oder? Theoretisch brauchst du Epona halt nicht unbedingt. Ich hätte es halt auch irgendwie cool gefunden, wenn du Epona auch als Kind hättest benutzen können. Irgendwie so. Obwohl das jetzt auch hinfällig ist mit den Hasenohren, die man als Kind benutzen kann. Naja. Ich habe gesehen, dass du im Chat des Streams warst, Zelda-Junge. Wie meinst du das? In den neuen Zelda-Spielen fehlen einfach die Dungeon-Items. Ja, genau. So. Geldbörse. Geldbörse, Geldbörse. Ja, da ist er.
Master of Time? Ich habe gesehen, dass du im Chat des Streams warst, der Junge. Bei Master of Time? Nö. Eigentlich nicht. Echt? Wann? Oh ja, geil. Vor 3 Jahren? Ja, das kann sein. Keine Ahnung. Cool. 200 Rupees. Bei einem anderen Streamer. Ja, das ist möglich. Vor 3 Jahren. Ja, maybe möglich. Okay, Zitadelle der Zeit. Klein machen. Dekubaum. 500er Börse holen. Und dann... Ja. Weiß noch gar nicht. Dann können wir halt auch das Bogenschießen und so machen, ne? Ja. Zielschießen halt. In Hyrule-Stadt und in Kakariko. Du. Endlich die große Börse erhalten, vorerst. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was noch passiert. Ich gehe nächste Woche zum Friseur und lass mir die Haare von Link machen. Hier schon in lila oder was? Oder rosa? Ah, oh, Hasenohren, Leute. Ich liebe die Hasenohren. Die sind so gut. Ich finde es so geil, dass die das hier eingefügt haben, dass du auch schneller rennst. Das ist so schön. Hasenohren, bestes Item einfach. Und im Dego bekommst du, glaube ich, die 999er Börse. Echt schon? Weil die hat nur 200 Rubine gekostet auf jeden Fall. Dann ist ja noch besser. Aber wir brauchen noch Geld. Weil die kostet 200 Rubine, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, aber das wird bei meiner Natur nichts aussehen. Meine Frau hat sich heute auch die Haare gefärbt. Die hat sich so... Ja, Kastanien... Braun, orange mäßig. Mr. Rafa, hallihallo. Was geht? Schön, dass du da bist. Klassische Dungeon-Item in Dungeons zu finden, kann ich mir nicht vorstellen. Bogen und Bumerang sind schon überall verteilt. Enterhaken kann man eventuell noch zu Bögen packen. Etc. Ja. Also das ist halt auch das, was mir wirklich... Shit, was war das denn? Auch am meisten fehlt bei den neuen Zelda-Spielen. Du hast halt die ganze Zeit nur deine Waffen da, die halt... Ja, im Endeffekt alle gleich sind. Du brauchst sie nicht unbedingt. Du kannst sie nehmen. Musst aber nicht. Ist halt ein bisschen öde. Ich finde halt, der Anreiz, Schatzkisten zu öffnen und so, der ist gerade leider gar nicht gegeben bei den neuen Zelda-Spielen. Meine Meinung. Weil du kannst halt Kleidung bekommen. Ja toll, habe ich halt eine neue Kleidung, schön. Behalte trotzdem immer die an, die ich am liebsten anhab. Oder, hier, guck mal. Hier kann ich jetzt auch meine Kleidung wechseln als junger Link. Ich kann mich auch mal weiß machen. Zack. Saugeil. Alles supi hier. Hab ein langes Wochenende. Und bei euch? Ja, auch alles supi. Ich habe leider nur ein kurzes Wochenende. Was heißt ein langes Wochenende bei dir? Bis zum Feiertag durch, oder was? So, ab in den Dekubaum, Leute. Miau. Jetzt haben wir auch Nacht, theoretisch. Können wir allgemein hier auch nochmal durch die verlorenen Wälder und so gucken. Und schauen, ob wir irgendwelche Skuldies und so finden. Mal horchen, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier ist auch ein Loch. Ah, okay, hat es den Freitag frei, alles klar. Aber das ist auch nicht schlecht. Geil. Jo, ich muss nächste Woche noch und dann habe ich schön 2 Wochen Urlaub. Und dann geht's dann ab der Woche drauf, ab ab Donnerstag, mach mal Schiffstour, also Kreuzfahrt, Frankreich, Italien und so, Spanien, freue ich mich drauf, habe ich richtig Bock. Und keine Sorge, es kommen trotzdem immer schön Projekte, ich produziere schön vor, das passt alles. So, Skuldies, was? Warte mal, da oben ist noch was.
Jawohl, die holen wir uns. So. Ah, wir haben auch viele Items mittlerweile. Freut mich. Zack. 75. Höchstens kann man vielleicht im neuen Zelda in neuen Dungeon noch einzigartige Items einbauen, die nicht mit anderen zu tun haben. Zum Beispiel eine Drohne oder den Gleiter aus TP. Das Ding würde ich mir ja gerne kaufen. Old Plastic Brick. Ah, Deko-Sticks, Dankeschön.